Die Frage lautet ganz einfach, ist im Nahen Ost, wie wir jetzt schon gehört haben, mit John, obwohl ich einige unterschiedliche geschichtliche Observationen haben würden und die ich ansprechen werde, ist es aber so, dass wir wirklich, bevor für Christen, aber auch für andere, dass die Option entweder eine säkulare Autokratie ist oder im Gegensatz dazu, was wir jetzt sehen, eine populistische Demokratie. Und ist das einfach so vorgeschrieben? Und wir haben hier natürlich zwei interessante Quotes, Zitate von Hosni Mubarak, der natürlich jetzt verleumdet wird, aber was er sagte damals, kurz vor dem Irakkrieg, war, ich war damals in Kairo und ich kann mich noch erinnern, und ich habe damals mit amerikanischen Botschaftern und so gesprochen und ich habe sie damals gewarnt auch und viele andere und sie haben uns ausgelacht und haben gesagt, was redet ihr, schwatzt ihr da, es wird kein Problem sein und so weiter. Und, aber Hosni Mubarak hat auch das gewarnt, nur weil er halt jetzt verloren, wir sollten das nicht vergessen. Und auch jetzt neulich, Bashar al-Assad hat genau das Gleiche, so zwar neulich gesagt, wollt ihr neues Afghanistan, wenn Syrien in die Luft geht, basically, im Grunde, dann wird die ganze Region in die Luft gehen. Und das ist natürlich schon so. Wieso ist das so? Weil wir es jetzt in Syrien sehen, ganz kurz gesagt, ist diese Schneide sozusagen zwischen sunnitischen Islam und schiitischen Islam, die geht quer durch Syrien. Und das war auch immer schon so in der Geschichte. Also es ist nicht nur Christen gegen Muslime, es geht auch um sunnitisch gegen schiitische. Und im Libanon zum Beispiel, wo ungefähr 30% Christen leben, die Christen im Libanon sind genau dividiert zwischen dem Camp des sunnitischen Islams und des schiitischen Islams. Und die Frage für sie ist, was ist gefährlicher? Für viele Christen im Libanon ist es so, dass zum Beispiel die Hezbollah, die im Libanon agiert, die Christen besser behandelt hat bisher, als womöglich die Sunniten jetzt, die sunnitischen Extremisten zumindest, in Syrien, wie es der Fall ist mit den Christen dort. Ich will aber, das ist, wo ich essentiell ein bisschen möchte mich differenzieren, obwohl vieles, was John Heidner gesagt hat, natürlich wahr ist. Aber was man sagen muss, ist, wenn man das analysiert, dieses Problem des Konfessionalismus in der Region, läuft man immer Gefahr, dass man das reduziert auf die Religion und den Islam per se. Und ich will das nicht verleugnen, da ist natürlich vieles da im Islam selber und die Muslime müssen da auch ein bisschen mehr dran schauen. Aber wieso es Konfessionskriege gibt, auch in Europa zwischen Katholiken und Protestanten, vor nicht so langer Zeit zwischen Juden und Arabern. Und übrigens ist es nicht nur so, dass die Juden immer die Opfer waren, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein in der Geschichte, auch jetzt nicht. Eine der großen Probleme ist, dass es Enlightenment Values des Westens nicht verfolgt wird in der Israel-Politik, oder? Wir haben da 40 UN-Vetos von Amerika gegen den Rest der Welt. Da geht es um rassistische Eingriffe gegen Christen auch. Wir haben hier in der Audienz palästinensische Christen, die ihr Land verloren haben, neulich auch, an Israel in Jerusalem. Also es ist nicht so, dass der jüdische Staat nicht christlich ist, nicht diskriminiert gegen die Christen, ganz im Gegensatz. Und vor allem auch im Westbank, aber auch in Israel selber. Es ist ein jüdischer Staat. Und Amerika kommt zu einer Rolle als, wenn man so will, als Statue of Liberty, als der Träger der Enlightenment Values, der Aufklärungsidee der Gleichheit, der Gerechtigkeit nicht nahe. Und im Gegenteil, wir tun aktiv dagegen agieren. Und um es ganz vorwegzunehmen, dass meine Ansicht ist, dieser Situation jetzt im Nahen Osten, wir haben den Islamismus, das ist eine tribale Idee. Wir haben aber auch den Zionismus, ist auch eine tribale Idee. Und es geht einfach auf diese beiden Sachen zurück und beide sind ein Problem und es gibt eine devilish dialectic between Zionism and Islamism and America is doing one side of it and also now in addition to that supporting the Sunni kind of uprising in Syria for reasons which are geopolitical, etc. In my own country, Qatar, where I teach and I teach the children of the Emir, I know the Emir's family well, etc. But they are in that camp too and it's Saudi Arabia, Qatar, the United States, Israel to some degree, well, Israel there's some division on this, but to some degree, against Iran, Syria, etc. So, if we look at confessionalism, wenn wir auf den Konfessionalismus uns beziehen, dann sollten wir das nicht anschauen, sagen wir das in Abstraktion der politischen, aber auch ökonomischen Gegebenheiten. Es gibt zum Beispiel die Idee, und das ist nicht, das ist nicht der Grund des Krieges in Syrien, aber es gibt die Idee, eine Pipeline von Gas zu haben, von Katar bis nach Syrien, für den Westen, also nach Türkei. Und der Bashar al-Assad hat dem natürlich nicht zugesagt. Er hat auch nicht zugesagt, die Hezbollah zu entmachten. Und das bis zu 2008, ich werde euch ein paar Bilder zeigen nachher, war der Bashar al-Assad bester Freund mit dem Erdogan, mit den Amerikanern, mit dem Emir von Katar, der ihm ein Flugzeug gab, ausgab und so weiter.
und jetzt sind sie Erzfeinde. Wieso ist das der Fall? Also 2008 war das so und heute hat sich das Blatt gewendet. Also nochmals, Konfessionalismus muss angeschaut werden, nicht nur als Rauch aus Religion und ideologische Faktoren, die dazu beitragen, aber auch als eine Sache der Macht, ökonomische und politische Macht. Ob ich Jude bin, ob ich Christ bin, ob ich Muslim bin, da gibt keiner einen Hut, wenn wir alle reich sind, wenn uns allen gut geht. Und das war auch so im Libanon, das war auch so in Syrien übrigens. Und wir sehen hier Bashar al-Assad mit dem christlichen Patriarchen, die griechisch Orthodoxen sind die größte Minorität in Syrien. Und wir haben Hosni Mubarak mit dem Baba Shenouda, der neulich verstorben ist. Und ich gehe jetzt mal kurz ein auf diese Länder, ich will auch nicht zu lange aufhalten hier. Aber was man einfach sagen kann vorweg, ist, dass wir verschiedene Modelle haben. Und zwar haben wir in Syrien Bashar al-Assad und die alevitischen Generäle, größtenteils alevitischen Generäle, es gibt auch sunnitische und christliche, aber größtenteils alevitische Generäle, eine Praetorian Guard, eine praetorische Garde. Und im Libanon, ich habe das hier dieses Bild so gesehen, aber das ist eigentlich auch geografisch der Fall, wir haben dort das Gebirge in den Liban und im Antliban und dann hinten dran ist Syrien. Also das ist hier Beirut und Beirut ist die Stadt der Freiheit, wo die intellektuelle natürlich Elite sich der ganzen arabischen Welt immer frei ausdrucken konnte. Und Syrien war immer schon ein Sicherheitsstaat. Das geht zurück auf den ersten islamischen Conquest, aber es hat mit der Geografie auch zu tun, weil wir haben hier im Mediterranen diese Offenheit geht auf die Geografie auch zum Wissen halt zurück. Und dann ist die Frage natürlich des Konfessionalismus. Im Süden, Libanon ist alles konfessionell, wird alles konfessionell interpretiert. In Syrien hat man bis vor geraumer Zeit und immer noch heute wird man hören, sowohl von der Opposition als auch von der Regierung, wir haben keinen Konfessionalismus, nein, das ist nicht die Sache. Und die Opposition, jetzt kommt natürlich immer mehr zum Vorschein, jetzt kann man es nicht mehr verleugnen. Aber für die längste Zeit war das immer so in Syrien, dass man das verleugnet hat. Im Libanon hat man es vielleicht übertrieben. Man hat dann alles konfessionalistisch interpretiert nach Religion und Sektär und so weiter. Aber das sind die zwei verschiedenen Systeme. Ganz kurz gesagt, Freedom against Order sozusagen. Hier haben wir all die libanesischen religiösen, es sind 18 Sekten im Libanon, die vom Staat anerkannt werden. 11 christliche und 7 muslimische. Und wir haben diese Idee eben im Libanon, dass es keine dominante Gruppe gibt. Im Unterschied zu Syrien, was jetzt natürlich zum Vorschein kommt, wo die Sunniten technisch gesehen eine Majorität darstellen, dies aber natürlich nicht so simplifiziert sein werden sollte. Wieso? Man hört ja immer in den Medien, es ist der Assad und seine Clique, diese Alawiten, gegen, also der böse Assad sozusagen, gegen die sunnitische Mehrheit. Wenn das aber so gewesen wäre, wirklich, dass 70% der Sunniten völlig gegen den Assad gewesen wäre und nur er mit seinen 10% Alawiten, da hätte er wohl kaum, weil die Armee selber ist 60-70% sunnitisch. Also der hätte kaum das Heft in der Hand haben können so lange. Wieso ist das so? Weil von den Sunniten sind ungefähr 20% so Kurden. Und die Kurden waren in einer gewissen Situation, aber sie sind nicht unbedingt unter Opposition. Dann gibt es die sunnitischen Businessmänner, die Großen, in Aleppo, in Damaskus, die einfach Geld machen wollen und die natürlich so Sicherheit wollen und nicht einen Aufstand oder eine Revolution. Also das sind nochmal ein paar Prozentchen, wichtige Leute auch. Und dann haben wir die Christen. Und die Christen sind, wie gesagt, im Dilemma. Die Christen, ich würde sagen, generell waren sie ein bisschen natürlich mehr pro Assad, vor allem die christliche Elite, diese Patriarchen, die Kirche, die waren natürlich im Kohuz, oder wie man auf Deutsch sagt, haben zusammengearbeitet mit dem Regime. Aber andere Christen, es gab ein paar in der Opposition und die meisten vielleicht sind, wie die meisten Leute überhaupt, waren wahrscheinlich neutral und wollten einfach ihr Leben weiterleben. Das hat sich jetzt geändert und jetzt kommen wir in diesen konfessionellen Krieg rein, der dem Libanon-Krieg sehr ähnelt, von 1975 bis 1990. Wobei ich nochmal sagen will, am Anfang die Gründe für den Aufstand in Syrien, ich habe das jetzt gezeigt. Hier sehen wir übrigens die Demografie, das ist im Libanon. Von 1932, was John Eigner angesprochen hat, bis heute natürlich die Christen gehen zurück und die Muslimen generell nehmen zu. Das ist einfach das Bild hier. Aber hier, was ich ansprechen wollte, das gilt für den Libanon, das gilt aber auch für andere Staaten.
man sollte nicht, man sieht hier die Klassen, Upper Class, Middle Class, Lower Class, und dann sieht man die verschiedenen Gruppierungen. Und da sieht man, dass die Macht sozusagen, das war im Libanon in 75 ungefähr, war ungleich verteilt. Also die Maroniten hatten natürlich mehr ökonomische Macht und auch viel mehr politische Macht. Ich kann es deshalb erläutern. Und das war der Hauptgrund wahrscheinlich für den Krieg dann. Das ist natürlich auch in Syrien so, dass, und ich würde das jetzt sagen, wieso heute? Weil heute haben wir eine globale ökonomische Krise. Es gibt Inflation, es gibt Arbeitslosigkeit. In Syrien hattest du eine demografische Zeitbombe. Wobei, das war also schon klar vorher, vor allem in den ruralen Gebieten, also in den ländlichen Gebieten, und die sind per Zufall halt, wo diese Aufstände waren, in größtenteils sunnitisch, Idlib, Dara und so weiter. Deshalb hat sich das so ergeben, dass sich das halt als sunnitischer Aufstand darstellt jetzt heute, obwohl man das ökonomisch sehen kann. Wenn das nachher, wenn der Ball mal rollt, dann ist es nachher so, dass am Ende es nur noch Konfessionalismus ist. Also das heißt, wenn du Alawite bist, du kannst mit der Opposition sein, dein Kopf wird abgehackt. Wenn du Sunnite bist und du kannst mit dem Regime sein, aber es wird immer schwieriger, und vor allem, wenn natürlich der Assad mit seinen Bomben und so weiter, mit den Airplanes und Flugzeugen ganze Städte bombardiert, die werden natürlich nicht so genau schauen, ja, bist du wirklich, wie reich bist du und wie weit bist du vom Regime entfernt. Also dann kommst du in dieses Gebiet. Ich will das hier nicht, das haben wir vorher angesprochen mit dem Enlightenment von Napoleon, der in der Schweiz das übrigens auch gemacht hat, wenn man das nicht, und nachher nach Ägypten ging und versucht hat, dort das einzuführen. Was ich nur noch hinzufügen will, um historisch präzise zu sein, nachdem Napoleon rausgeschmissen wurde, sozusagen 1802 aus Ägypten, war es nicht so, dass sein Erbe vergessen ging. Das ist Ibrahim Pascha, der Sohn von Mohammed Ali Pascha. Und Mohammed Ali Pascha, der albanische Gouverneur von Ägypten und sein Sohn nachher, haben in vielerlei Weise Napoleons Erbe weitergetragen und den Christen übrigens auch sehr viel Macht gegeben. Der Ibrahim Pascha ging nach Syrien, hat ein Komitee etabliert mit 6 Christen, 6 Muslimen. Also sie waren für all intents and purposes, kann man sagen, Avatars oder Nachfolger von Napoleon Bonaparte. Also es ist auch Muslime heute. Und das Land, wo ich herkomme im Moment, Katar, wir haben das vorher gesagt, dass Kirchen dort aufgemacht wurden. Das ist ein bisschen ein Paradox. Der Emir von Katar ist sehr liberal als Person, sehr offen. Die Universität, wo ich unterrichte, heißt Georgetown, ist eine jesuitische Universität. Er und seine Frau wollten, dass diese Universität das jesuitische Erbe weiter erhält. Sie wollten nicht eine säkuläre Universität in diesem Hinsicht. Unsere Universität ist natürlich säkulär, wir lassen alle rein und die Qualität ist sehr hoch. Also er hat den Frauen erlaubt zu fahren, hat den Frauen erlaubt in die Klassen zu gehen. Meine Studentinnen, die Kataris, sind verschleiert, also offen Gesicht, aber sie können in die Uni gehen, das durften sie vorher nicht und so weiter und so fort. Aber zur gleichen Zeit, für was wir immer auch Gründe man da reininterpretieren will, ist er im Moment im arabischen Frühling auf der Seite der Muslimbrüderschaft. Er unterstützt den Qaradawi, einen kontroversen Preacher in Katar und so weiter. Also er spielt da ein Doppelspiel auf eine Art Liberalisierung zu Hause und in diesem Brei von Konfessionalismus und sektierischen Kriegen außerhalb des Landes. Und es ist ein gefährliches Spielchen, wie ich meine. Aber es sind da andere Faktoren im Spiel, Amerika, Israel und so weiter, die man nicht verleugnen kann. Ich will da schnell durchgehen, wir uns nicht zu sehr lange. Das ist nur etwas, was man auch sagen sollte. 1860 gab es schon mal diese christlichen Kriege, also es gab da einen drusisch-maronitischen Krieg, der dann ausartete in einen muslimisch-christlichen Krieg, und das ist Damaskus danach. Und da muss man auch wiederum sagen, es gab da auch liberale Muslime, sehr viele, die sehr viele Christen retteten. Abdul Qadir al-Jazairi ist ein sehr berühmter, der damals die Christen rettete in Damaskus und so weiter. Dann kamen aber natürlich auch die Ausländer, ich will das nicht schon, kamen die Ausländer rein. Und was dann nachher geschah, das ist vom Mandat, ich will nicht so viel Geschichte machen, wird nicht alle sich langweilen, von 1920 bis 1943 waren die Franzosen natürlich an der Macht nach den Ottomanen. Und die Franzosen haben das Erbe des Laizismus, des Säkularismus versucht zu verteidigen, zu einem gewissen Grad, waren aber auch alliiert zu einem gewissen Grad mit den Christen. Also es war ein Doppelspiel, das sie hatten. Und in 1936 und vorher auch, haben sie dann das dividiert in 5 verschiedene Länder. Und das ist was jetzt in Syrien geschieht, wie wir jetzt das sagen. Syrien hat, wie gesagt, also dieses State of Damascus und State of Aleppo ist größtenteils sunnitisch
Und die Küste, der Alawite-Küste dort, ist ein alevitischer Staat. Und der Großvater des jetzigen Präsidenten von Syrien, Bashar al-Assad, hat damals einen Brief geschrieben an den französischen Premier Léon Blum und hat ihn ersucht, dass es einen alevitischen Staat, dass die Franzosen einen alevitischen Staat gründen mögen, einen christlichen Staat im Libanon und einen jüdischen Staat im, also im heutigen Israel. Und das war schon damals so der Plan. Das wurde nachher wurde einem Strich durch die Rechnung gezogen. Und die Sunniten haben dann sozusagen, es gab dann einen syrischen Staat, wie wir wissen, und eine libanesische Republik von 1920 bis 1943 und dann die Unabhängigkeit. Und einen jüdischen Staat gab es auch. Zu einem gewissen Grad ging das nicht. Und dann nachher haben die Aleviten nicht nur ihren Kleinstaat gekriegt, aber nach 1963, Sadat Jadid und nachher Hafez al-Assad, haben sie den ganzen Staat gekriegt. Als Minorität. Und das ist eben das Komische auf eine Art. Die Christen im Libanon mussten nach und nach ihre Macht abgeben, hatten auch nie den ganzen Staat, ehrlich gesagt. Und es gibt auch heute nicht im Libanon irgendeine Sekte, die den ganzen Staat übernehmen kann. Weder die Schiiten, ein Drittel, die Sunniten, ein Drittel, noch die Christen, noch ein Drittel. Deshalb im Libanon ist eine Pattsituation da. Im Syrien hingegen ist es schon so, dass die Aleviten eigentlich unnatürlicherweise an der Macht sind, weil die Sunniten halt nicht im Militär sein wollten und so weiter. Und das kommt jetzt vielleicht zu Ende und deshalb wird es auch so blutig und deshalb ist es auch ein Krieg des Überlebens für sie. Und insoweit, als dass die Christen assoziiert werden mit dem alevitischen Regime, was auch auf offizieller Ebene so sein mag, aber nicht unbedingt auf populistischer Ebene, werden sie auch den Preis dafür bezahlen und bezahlen den Preis jetzt. Homs, eine Stadt zum Beispiel, wo 70.000 Christen lebten, ist diese Extremisten haben sie alle rausgeschmissen und die gehen zum Teil nach Beirut, zum Teil in Wadi Nassara, in Syrien und so weiter. Also wir sehen jetzt, dass diese Idee des konfessionalistischen Staates nach und nach in Realität umgesetzt wird. Das sind übrigens die Verhältnisse im Libanon, im Süden, Schiiten und die Sunniten im Norden vor allem und im Osten dort. Und das ist ein bisschen simplifiziert, weil überall gibt es natürlich Minoritäten, also nicht nur, dass alle Schiiten, dass es hundertprozentig schiitisch ist. Und deshalb ist auch diese Division, die wir jetzt in Syrien sehen, so blutig, weil es ist ja nie so, dass es hundertprozentig nur eine Sekt gibt in einem gewissen Gebiet. Okay. Ich hoffe, ich gehe in die richtige Richtung. Ja? Sorry. Ich will euch nachher noch nur ganz schnell vorzunehmen, wieso ich glaube, dass die Uprising jetzt passiert, hat mit Ökonomie zu tun, das können wir nachher diskutieren, aber Inflation und so weiter. Und das ist natürlich eine Katastrophe für das Ganze. Das ist, was wir jetzt sehen eben, diese sunni-schiitischen Showdown. Im Libanon hatte man das schon 2005, Rafiq al-Hariri, der sunnitische Präsident, ist umgebracht worden. Und da war die Spekulation, dass es auf Seiten von Syrien, dass die Syrer das gemacht hätten, hat man nie richtig bewiesen. Und dann haben die Schiiten hier und die Sunniten und die Christen dort Demonstrationen gehabt. Also da hat man schon gesehen, was da passieren wird. Und ich habe damals vorausgesagt, ein bisschen, dass in Beirut Spring, alle haben gesagt, oh, es ist Demokratie da im Libanon. Ich habe gesagt, leider noch nicht, weil eben dieser Konfessionalismus noch nicht überwunden wurde, sozial gesehen. Also dieses Awareness, why, dieses Bewusstsein war noch nicht da. Das ist eine Figur, die ich kennengelernt habe in Syrien. Das ist der Mufti von Syrien. Ich habe ihn kennengelernt, gerade bevor seines Amtsantrittes. Er ist unglaublich eloquent, die von unter euch, die Arabisch können, sollten ihm zuhören. Obwohl er ein Apparatschik ist, aber sein Arabisch ist unglaublich, sehr intelligenter Mann. Und sunnitischer Mufti. Und er hat natürlich den Bashar al-Assad verteidigt, als auch der berühmteste sunnitische Gelehrte in Syrien, Bhuti, der ein Freund war von Hafez al-Assad. Ich habe einen sunnitischen Studenten in Doha gehabt, der in Syrien in der Highschool war dort in dieser Zeit, von 2005 bis 2008 oder 2009 und so. Und der hat mir erzählt, dass nach dem Irakkrieg kamen diese Preachers zu ihnen und haben angefangen zu reden darüber, dass wie die Sunniten sollten die Erben des Landes sein und die Christen müssen raus und die Aleviten müssen umgebracht werden. Das kam nach dem Irakkrieg. Also der Irakkrieg hat natürlich seinen Effekt gehabt mit all diesen Flüchtlingen, die nachher in Syrien einströmte. Und also dieser sunnitische Student übrigens per Zufall, die meisten wissen nicht anti-Assad, aber ist eigentlich nicht pro-Assad, aber ist ziemlich neutral oder fast pro-Assad. Und er hat natürlich mehr Angst vor dem, was kommt, als vor dem, was war. Und Assad sieht man hier, hat immer kultiviert dieses Image des Präsidenten, der Sunnit ist, auf eine Art.
er hat eine sunnitische Frau geheiratet. Er hat nie in seinem Leben das Wort Alawit in den Mund genommen. Er hat das Curriculum in den Schulen islamisiert, auf sunnitische Art, wurde in alle Religionen relativ negativ, Judentum und alle anderen Religionen kommen sehr negativ weg in diesen Schulbüchern. Nur die Christen werden ein bisschen respektiert. Er hat also kultiviert das Image eines, er hat auch Moscheen gebaut, sein Vater hat auch Moscheen gebaut, in Syrien hat es 8500 Moscheen oder so. Der syrische Staat war von dem her nie wirklich säkular. In der Verfassung des syrischen Staates steht auch geschrieben im dritten Abschnitt und so weiter, dass Islam die Staatsreligion ist, dass der Präsident ein Muslim sein muss und so weiter und so fort. Wieso? Weil 1979 bis 1982 hat es einen muslimischen, sunnitischen Aufstand gegeben, damals in Homs und Aleppo. Und das fing damit an, dass 1979, das vergisst man heute, ging ein in der Militärakademie ging ein Sunnite auf die 300 Leute los, sagte, wer ist Alawit? 280 haben die Hand aufgehabt, hat die alle umgebracht. Und das war der Anfang 1979 von diesem Problem, den nachher am Ende in dieser schrecklichen Geschichte von Hammer endeten, wo die Assad, wie heute auch mit der Luftwaffe und so weiter, reinging und 20.000 Leute, alles fast Sunniten, umgebracht hat. Also damals hat sein Onkel Rifat al-Assad gesagt, wenn wir 1 Million Leute umbringen müssen, um dieses Regime zu retten, dann machen wir das. Und Hafez al-Assad und Bashar jetzt vor allem hat Ähnliches gesagt. Also diese Art, der Bashar al-Assad wird nie und nimmer von der Macht gehen friedlich. Er wird bis zum letzten Tag kämpfen, weil er weiß, wenn er geht, es geht nicht um ihn. Er könnte sich absetzen und der Emir von Katar hat ihm offeriert gehabt von Anfang an, ein schönes Häuschen zu haben in Doha, neben mir vielleicht, oder weiß ich, irgendwo dort, und sein Leben zu wahren. Und seine Frau hätte das vielleicht so gewollt, aber er kann das nicht machen, weil wenn er das macht, es geht um er, seine Familie und dann die Makhlufs und dann, also die Alawi, das ganze Gerüst würde zusammenbrechen, aus seiner Ansicht. Also ich glaube, wir kämpfen bis zum Ende, wie das auch anderswo geschehen ist, natürlich. Und das ist die Situation. Hier, der Westen hat interveniert in dieser Region. Also die Christen, das war glaube ich ein Versprecher, aber die Christen kamen natürlich nicht unter dem Kreuz zu sehen. Die Christen waren schon immer dort. Meine Familie ist christlicher Abstammung und war dort seit 2000 Jahren und so weiter. Aber die Kreuzzüge 1899, dann 1840, 1868, 1918, 1958 kamen die Amerikaner und dann gab es diese große Suizidexplosion im Vorläufer der Hezbollah, sieht man auch hier. 240 Marines umgebracht wurden und es geht weiter bis zum heutigen Tag. Ich will das jetzt zum Schluss kommen, damit wir nachher die Fragen haben können von euch. Drei Optionen und das ist die Option, die sich jetzt darstellt. Das ist Segregation nach religiösen Linien. Nochmals, der Islamismus will das, christlicher Fundamentalismus will das übrigens auch nochmal. Es gab die Idee des maronitischen Staates und Israel will das, schon am Anfang an. Ich meine, es ist ein jüdischer Staat und Amerika unterstützt das, als der Westen unterstützt das als jüdischen Staat. Das ist eine Rückkehr in das Mittelalter, meiner Ansicht nach. Und wenn man natürlich etwas, da kann man es nicht, man kann nicht beides haben. Man kann nicht sagen, auf einer Seite unterstützen wir Israel blind und lassen Leute aus den Häusern rausgeschmissen werden und diskriminierende Gesetze walten und so weiter. Und auf der anderen Seite sind wir die Träger des Enlightenment. Das geht nicht. Entweder oder? Das kann man nicht. Und dass auch die ganze Welt sieht das so, nur in Amerika nicht, weil sie natürlich die Lobbys das gemacht haben. Der Barack Obama hat im Februar 2011 gegen die ganze Welt, inklusive Sarkozy, der ja jüdischer Abstammung ist, und Briten, eine Resolution im Sicherheitsrat niedergeschlagen, welche die Settlements, den Bau und die Enteignung des Landes kritisiert hätte. Also das ist ein Problem. Und das ist, was wir dann nachher haben. Und die Israelis haben seit 82 übrigens schon, und schon vorher schon Ben-Gurion, haben diese Idee gehabt, einer Parzellierung des Landes. Das war die offizielle Strategie schon von 82 und ist es heute immer noch. Und das ist das Ideale. Die Israelis für jetzt, die Sunniten und die Schiiten bringen einander um und die Amerikaner, die Araber sind im Suizid. Und hier sehen wir das natürlich auch, wo das immer wieder gesagt wird, ein jüdischer Staat muss ums Verrecken sozusagen verteidigt werden. Und das ist eine tribale Weltanschauung, der ich nicht wirklich entsprechen kann. Shimon Peres hingegen natürlich und so weiter, wird immer wieder sagen, nein, wir Libanon und so weiter, es ist Blutvergießen und so weiter, die Libanisierung. Aber Libanon, wenn man sich überlegt, wie das politische System dort funktioniert, ist genau die Antithese von Israel. Israel hat die Idee einer jüdischen Master Race sozusagen. Libanon hat das nie können machen. Sie haben es überlegt, also auch nicht und am Anfang. Es gab nie die Idee, es ist nicht in der Gesetz verankert, dass der Präsident Maronit sein muss. Es ist informell so, dass der Präsident Maronit ist, Premier Sunnite
und der Chef des Parlaments Schiite. Aber alle, es ist der inklusivste Staat, es ist eine Concessional Democracy. Die Idee ist, dass alle partizipieren, dass niemand ausgelassen wird. Genau das Gegenteil so sozusagen der Majorität, des Majoritätsprinzips. Und das haben wir hier im Libanon gehabt. Also wir haben hier die 50% Christen, 50% Muslime, der Minister. Und das letzte Modell, das ideale Modell, ist Integration. Aber sozusagen, wie man das hat in anderen Ländern, man sollte es auch nicht verschönern im Westen. Also ich weiß auch nicht, auch selbst in der Schweiz sollte man es nicht verschönern. Ich meine, die Deutschschweizer haben natürlich schon ein bisschen die Oberhand in diesem Lande, obwohl es in der Schweiz natürlich diesen Konsens gibt und so weiter. Also es ist natürlich schon eines der besten, vielleicht das beste politische Modell überhaupt, die Schweiz. Aber diese Integration zu haben, ja, ich meine, wenn man es versteht, diese Integration zu haben, die bedarf natürlich einer gewissen Infrastruktur des Staates, der Erziehung, ABC und so weiter. Ich habe das in meinem Buch, spreche ich das an. Und das ist natürlich jetzt, was wir jetzt sehen im arabischen Raum, ist der Kollaps des arabischen Staates. Was immer man sagen will über Bashar al-Assad, Syrien war vorher ein selbsttragender Staat in Sachen Energie, in Sachen Essen und so weiter, also Agrikultur und so weiter, Landwirtschaft. Und das zerbricht alles jetzt, auch in Ägypten natürlich und überall anders. Und das ist in dieser Situation, wenn der Staat kollapst, dann ist natürlich klar, dass die religiösen Extremisten Überhand gewinnen, speziell wenn sie Milliarden kriegen von Saudi-Arabien und Katar und so weiter. Ich meine, dann ist es natürlich eine einfache Gleichung, die da funktioniert, und Türkei natürlich, dass dann diese Subgruppierungen Überhand gewinnen. Das ist übrigens nochmal etwas, was ich sagen will, wenn man zum Beispiel auf die iranische Revolution zurückgeht, wenn man das als Revolution bezeichnet. Das waren die Pro-Assad-Demonstrationen am Anfang. Natürlich, viele von diesen waren Regierungsbeamte, die sozusagen gezwungen wurden. Aber es sind 2 Millionen Leute so auf der Straße, oder 1 Million. Oder so. Du hattest aber nicht diese kritische Masse von Demonstranten in der Opposition am Anfang. Hattest ein paar hundert hier, vielleicht ein paar tausend in gewissen Gebieten, Federa etc. Aber nie diese kritische Masse, wo das Militär sagen muss, okay, jetzt können wir nichts mehr machen. Das passierte in Iran in 1979. Da hattest du 2-3 Millionen Leute auf der Straße, der Khomeini zurückkam und der Schah gab den Befehl zu schießen und die Militärs sagten, können wir nicht. Und das ist in Syrien nicht ganz so passiert. Also was Syrien ist, das Modell ist eher ein libanesischer Bürgerkrieg von 1975. Und wobei externe Akteure aktiv, Russland und Iran natürlich sehr aktiv, die Iraner, wie ich in Syrien war damals schon, habe ich die Iraner schon gesehen, das war vor 10 Jahren oder so in der Hotellobby und so weiter. Heute sind sie noch viel mehr dort. Es gibt natürlich auch viele auch heiraten mit Iranern und so weiter. Also es ist eine richtige Sache. Und wir haben den Militärstaat, der da kommt. Das Letzte, was ich noch ansprechen will, ist der Säkularismus. Das ist natürlich mein Thema, das habe ich studiert, auch Historie und so weiter. Das hier ist, der Typ da oben heißt Burhan Ghalioun, ist einer der Führer der Opposition und der hat ein berühmtes Buch geschrieben, das heißt The Assassination of the Arab Mind, Ikhtiyar al-Aql al-Arabi. Und ich sage, er ist Mukhtar al-Aql al-Arabi geworden. Er ist jetzt der Assassin of the Arab Mind geworden, weil er hat von gewisser Stelle 20, 30 Millionen gekriegt, um eine Militia zu gründen, die er hier hat. Das war ein Intellektueller, Arno dazumal, und ist zum Militia-Chef geworden. Und der Typ da rechts ist ein sehr berühmter Poet in der arabischen Welt, Al-Mari, ein blinder Poet, der ist ein islamischer Liberaler war, avant la lettre, und der deshalb von den Salafisten geköpft wurde, weil sie diesen liberalen Geist des Islam nicht mehr schätzen. Und Adonis, der größte Poet und Intellektuelle meiner Ansicht nach der arabischen Welt, sicher Intellektuelle, der größte Intellektuelle, ist eine alawitische Abstammung, aber der hat gesagt damals, jetzt neulich, dass er sowohl gegen das Regime ist, als auch gegen die Opposition und er sogar noch mehr Angst hat vor der Opposition. Alle arabischen Intellektuelle, die ich kenne, syrischen und so weiter, ich habe Freunde verloren so dadurch, haben ihn verteufelt, auf Facebook gab es Todesdrohungen gegen ihn und so weiter und viele haben gesagt, er ist nur Alawit und deshalb sagt er das, obwohl er 50 Jahre lang außerhalb von Syrien gelebt hat und immer gegen den Assad war. Das ist die Situation, in der wir sind. Du kannst nicht mehr, und das sagt er auch in dieser Schwarz-Weiß-Situation, entweder wenn du etwas sagst über Assad, bist du mit dem Regime oder du bist mit der Opposition. Du kannst nicht, es ist eine Guerillakriegssituation, wie in Algerien das war mit der FIS und so weiter, wie im Libanon mit Christen, Muslimen und anderen. Und diese Situation, ist wirklich tödlich zum Geist des freien Geistes. Hier übrigens nochmal das Bild, Emir von Katar, Bashar al-Assad, das ist 14. Juillet in Paris, 14. Juli 2008, Mubarak und Ehud Olmert.
Und hier auch Erdogan, der jetzt natürlich sehr gegen den Assad agiert und Assad. Und wie gesagt, Konfessionalismus ist dort keine Frage und die Gründe, wir können das diskutieren nachher, aber ich denke, die Geopolitik sollte auch nicht vergessen werden und vielleicht mit diesem Satz ende ich das hier und öffne euch das Podium zu Fragen. Dankeschön.